Ich bin nach der Autobahn erstmal eine Runde durch die Umgebung gefahren, von Steinau an der Straße, und habe dort eine wunderschöne Schneelandschaft vorgefunden, die wirklich schön war, und ich war überrascht, wie gut die Straßen geräumt waren. Ich konnte überall durchfahren, nur bei einzelnen Dörfern, da war es dann ein bisschen rutschig und glatt, aber so wie man die wieder verlassen hat, war alles in Ordnung. Und ja, nach dieser wunderschönen Fahrt bin ich dann nach Steinau an die Straße gefahren. Viel Spaß mit dem Video. Eine kleine Tür drinne. Ich kann aber nicht erkennen, wo es hinführt. Ein Torbogen. Ganz schön kalt. Hier liegt überall Eis. Da wisst ihr, wo ich unterwegs bin. Hier gibt es so viel zu entdecken, ich bin total begeistert. Hier gibt es so viele kleine Gässchen, wo ich erst nicht weiß, kann ich da überhaupt entlang laufen? Ist es öffentlich? Aber anscheinend ja. Kann man sich durch die kleinen Gässchen schlängeln und schauen, was es da überall gibt. Hier in Steinau gibt es echt eine Menge zu sehen. So schöne kleine Stadt, wo man sich die Zeit verbringen kann. Und um die Stadt herum fließt so ein schönes Wässerchen. Es ist so schön, mal wieder draußen zu sein, die Gegend zu erkunden, Neues zu entdecken, neue Eindrücke sammeln und neue Bilder, die im Kopf bleiben. Es ist so schön hier. Hier gibt es ganz viele schöne Fachwerkhäuser. Wobei ich so ein Fachwerkhaus nicht besitzen möchte. Das ist bestimmt kompliziert und teuer, das zu renovieren und so weiter. Könnte sein sogar, dass es ein Fass ohne Boden ist, wo es schön aussieht. Wieder zu Hause angekommen, stand ich im Stau, da es ohne Ende geschneit hatte in der Zwischenzeit. Und ich habe sehr lange gebraucht, bis ich wieder zu Hause war.